Hey Leute, die BLP Apfen hier. Und ja, willkommen zu einem neuen Let's Battle. Oh ja. Jetzt geht's los. Wir spielen Dart. Das ist unser erstes Real Life Battle. Real Life? Was ist das? Nun ja, das ist das Real Life. Um ehrlich zu gestehen, haben wir dieses Battle schon mal aufgenommen. Alex hat gewonnen. Das muss ich fair eingestehen. Leider sind die durch meine Dummheit ein bisschen die Kameradaten verloren gegangen. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, das Battle nochmal zu machen, weil es damals mit einem FIFA-Battle ja schon mal passiert ist. FIFA machen wir übrigens auch noch. Wahrscheinlich heute an demselben Tag. Und ja, deswegen werden wir dieses Battle jetzt nochmal aufnehmen. Deswegen hat jeder von uns jetzt ein Battle, was er gewonnen hat, was aber leider nicht zustande gekommen ist, weil es technische Fehler gab. Damals sind bei ihm Sachen verschwunden, jetzt bei mir. Er behauptet, ich habe das mit Absicht gemacht. Ich habe behauptet, so. Er hat das mit Absicht gemacht bei FIFA. Also, es geht los. Dart, 301 Punkte. Wer als erstes seine Punkte runter hat, gewinnt. Best of three? Ah, oh, ja, Mann. Ich kann aber immer noch nicht werfen, ey. Oh. Best of three. Wer als erstes zwei Runden gewinnt, gewinnt. Gewinnt! Und gewinnt. Also, es steht 2-3. Ich führe mit 3 Punkten, er hat 2. Deswegen insgesamt jetzt in unserer BLP-Apfen Staffel 2. Okay. Es wäre vielleicht noch erwähnenswert, dass wir beide ein bisschen Alkohol-Intus haben. Und das wäre deswegen nicht ganz so leicht fällt. Das wäre für uns nicht ganz so leicht. Ja. Ach ja. Oh, mein Arm, ey. Meiner erstmal, ey. Scheiße. Der kam zurück. Fuck. Der ist wieder retour gegangen. Ich muss mal sagen, wenn man ein bisschen falsch wirft, dann sind die Pfeile ein bisschen... Ich muss euch das mal hier zeigen, weil sind hier die Kamera unschief. Unschief? Unscharf. Pfeile, ihr seht es vielleicht, hat so eine Krümmung, wenn man dann halt falsch wirft, dann verbiegen sich diese Plastikspitzen auch ein bisschen. Und ja. Wirf, ich werf. Das ist immer ein bisschen rumliegen an den Pfeilen. Du wartest gar nicht mehr ab, bis der Dartscheibe fertig gesprochen hat, ne? Das ist ganz schön unhöflich, man lässt die Leute ausreden. Aber doch keine Dartscheibe. Hallo? Ja, aber es ist eine Dartscheibe. Ja, trotzdem. Snooki, Ficki. Snooki, Ficki, Ficki. Junge, wenn man das jetzt in der Aufnahme hört, ne? Dass du so fett gebläht hast. Dann, Junge, da. Oh, eine dreifach 2, ey. Ich hoffe, wir konnten euch in diesem eventuell für manche etwas langweiligen Battle unterhalten. Aber es ist halt, manche finden das witzig, manche das. Wir mögen Dart. Ich habe übrigens eine Dartscheibe in meinem Zimmer, also. Ja? Warum nicht ausnutzen? Ne? Dreifach 1. Besser geht's nicht. Okay. Das Problem ist, wenn ich jetzt dieses Battle gewinnen sollte, dann heißt es wieder, das erste Battle hab ich aber gewonnen. Das gleiche wird bei FIFA aber umgekehrt genauso passieren, deswegen ich werde es dir nicht übel nehmen, wenn ich jetzt in Grund und Boden werfe mit den Pfeilen und dann meckerst du am Spiel. Du hattest auch schon mal Pokémon große Fresse und hast. Naja, das Battle ist ja noch nicht offiziell. Erst um das doofe Rennen. Ja. Was ich verloren habe, aber was soll's. Das wird ja nicht gewertet. Arschloch.
Arschloch. Schon ein Bast? Das ist sehr. Ja, Bast ist natürlich. Wenn man über die Punktzahl wirft, dann bemerkt, dass die Darstellung mit einem kleinen Kommentar, einem kleinen Hinweis. Ich lache, das kann ich nicht mehr. Alter! Die Dartverletzer springen hier an der Wand. Ey, das heißt, naja. Ja. Ja, sowas kommt auch manchmal vor, dass man die Pfeile reparieren muss, wenn sie nicht richtig gut geworfen wurden. Da ist übrigens deine, weil die Spitze ist abgebrochen. Die Spitze ist abgebrochen. Ja, das auch noch, ey. Da muss ich jetzt die Spitze abschrauben und eine neue dran machen, weil, ich werfen kann. Also, eine neue Nagel, neue Spitze hier und dann, ne? Na gut. Lass mich doch erstmal meinen Pfeil reparieren, bevor ich anfange zu werfen. Bitte. Ich muss erstmal hier reinmachen. Gummibär, Gummistyle. Ja, das. Es war klar, dass jetzt. Ey, der geht nicht rein. That's what she said. Ohne Scheiß. Ich krieg den gerade nicht rein. That's what he said. So, da haben wir es doch. Oh, wir sind sehr knapp beieinander. Okay. Damn it. Alter, komm schon. Verarsch mich nicht. Okay, immerhin. Was soll das denn? Next player. Player one. Okay. Langsam geht's ans Eingemachte in Runde 1. Also los. Aber sicher. Los. Okay. Immerhin getroffen. Alter. Bleibt überhaupt mal irgendwas bei dir stecken? Ja. Ups. Mist. Ich habe jetzt eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, wo ich werfen kann. Die 2 oder die Double 1. Oh Mann, ja. Das kann lange dauern. Ich glaube, er wird vorher gewinnen. Weil ich bin echt mach mal so Knorke in dem. Ja. Das werdet ihr jetzt sehr oft hören bei mir. Naja, dann haben wir jetzt beide schon mal einstellig. Aber Alex hat noch ein paar mehr Optionen, aber trotzdem. Okay. Geh nicht immer weiter vor. Ich hab keine Ahnung. Du machst so. Ja, das macht man nicht. Jetzt muss ich gleich auf meine Knie gehen und den Pfeil suchen. Na toll. Wo ist der Pfeil? Hast du ihn gesehen? Da unten irgendwo. Irgendwo, ja, das ist mir eine sehr große Hilfe, Alex. Ist er nicht hier irgendwo? Nee. Ja, da ist er noch. Ah, okay. Ha. Das war ja leicht. Und der andere? Ja. Achso, in deinem Schuh. Ups. Ups. Jetzt geht hier Kopf drunter und drüber. Was? Wieso denn die Doppel... Ach du scheiß Dartscheibe. Ja, weil... Ich raste aus hier. So, oh Mensch. Nicht immer so durchs Bild gehen, dann kann ich nicht scharf stellen. Ich weiß. Oh, der Pfeil ist kaputt. Naja. Was soll's? Okay, komm. Die 2, das muss doch drin sein. Ich bin so nah am Ziel. So nah am Ziel. 3 von 18. Mach mal, ist kein Problem.
Hast du mal ein Ladekabel? Oh ja. Ist das ärgerlich. Ich hoffe, ja, Moment, dann müsste ich das ja jetzt irgendwo finden, schnell, ne? Sag mal, wo das sein soll. Ich wüsste es nicht. Ich lade tagsüber immer an meinen Computer. Ich denke, da lädt das auch immer auf, aber das könnte es definitiv sein. Das ist aber nicht das von der PlayStation, ja. Aber... Ist erstmal nicht schlimm. Es geht ja nur um die Stromzufuhr. Ja, während Alex die Stromzufuhr regelt, regel ich, dass ich jetzt kurz gewinne. Und statt der 2 treffe ich die 3. Na toll. Jetzt brauche ich nur irgendwas Steckermäßiges. Oder aber wir regeln das so. Die Frage ist, wo ist mein Stromkabel von der Kamera? Oh, ich das hin? Hast du einen Übergang? Ich weiß, wo es ist, sein könnte. Es ist ja, aber hast du einen Übergang von Strom auf USB? Nein. Dann hoffe ich mal, dass das funktioniert jetzt. Ich bete immer noch inständig. Und es läuft. Wunderbar. So. Jetzt ganz irgendwie ganz kurios da die Stromzufuhr geregelt. Ja, irgendwie. Mit Hilfe einer PlayStation. Und das heißt, wir müssen hier vorne rumgehen. So. Aber ja. Oh, ich hab Angst. Wirf doch einfach. Ich sollte diesen Satz bereuen. Nein! Das erste Spiel geht an mich? Das kann nicht sein, es geht genauso los wie in der Originalaufnahme. Naja. So, zweite Runde. Ja, mach mal. Knapp. Knapp so. Darunter. Tja, ich bin nicht der Beste im Dart, deswegen ärgerlich. Wird Alex hier wohl auch die Runde für sich entscheiden, aber was soll ich machen? Was machst du? Nee, Hauptsache, er zielt immer noch auf die Scheibe, man erkennt das gut. Ja. Ehrlich, bei dir bleibt nichts stecken. Wie oft willst du den Witz noch bringen? Ja, ist mir scheißegal, aber... Moment. Hier musst du jetzt, ich weiß, wenn wir so privat spielen, wird es immer gerne direkt, wenn ich auf den Knopf drücke, um eventuell die Chance zu erhöhen, mich zu treffen. Aber hier musst du ein bisschen warten, bis man durch die Kamera ist, weil sonst wird es unscharf. Ach, laber nicht, Digga. Schweine labern auch nicht. Deswegen dazu, ernsthaft, so einen Spruch bringst du jetzt? Jetzt komm mal. Verarsch mich nicht, Alter. Ich. Nee. Nee. Ey, mindestens ein Fall geht immer ab wieder. Ja. Guck dir meine Rille. Bah. Immer wieder. Ja. Drecks 1. Keine Ahnung, was er will. Der Fall ist ein bisschen kaputt, aber naja. So, jetzt aber. So, jetzt aber. Naja. Wo ist der Fall? Wo ist der Fall? Ich glaube. Ja, da ist er. Ey, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht angehen. Ja. Immer muss ich diesen Fall. Hier ist nämlich eine Kerbe abgebrochen. Das heißt, die Fahne fliegt wahrscheinlich bei fast jedem Wurf raus. Das ist natürlich doof. Und stecken bleibt da auch nicht. Jetzt wurde ich es. Seht ihr? Das ist immer der Fall.
Egal, solange er mir Punkte erzielt, ist er ein Player. Und solange er nicht irgendwo verschwindet und ich ihn immer wieder finden kann, Ja. Am Anfang sieht es immer so aus, ob wir gleich auf sind, aber dann am Ende, wenn es ums direkte Zielen geht, da ist er dann immer einen Schritt voraus. Ich habe auch wahrscheinlich die falsche Wurftechnik. Also wenn meine Pfeile immer... 42. Ja, 42. Punkte. Das ist witzig. Ich versuche jetzt die zu machen. Genauso witzig wie die Tatsache, dass in einem japanischen Videospiel lebende Robben sind. Ja. Kann sein. Die Fahne, die so weg ist. Ich sehe so, hab's auch nicht gesehen, wo sie hingefallen ist. Also, Mann ey. Okay. Das kann jetzt wieder lange dauern. Indem ich auf meine Knie krieche und diese dumme Fahne suche, die hier sein. Geh in die Knie. Ich gehe auf die Knie. Ach, da ist sie. Boah. So, hab sie gefunden. Gott sei Dank. Das ging gerade noch. Next. Du bist dran. Leg los. Ich baue mal wieder meinen Dartpfeil zusammen. So, jetzt mache ich mal einen No-Look. Player. 4, 5, 13. Hab ich gesehen. Und weißt du was? Irgendwelche Punkte. So, dann schauen wir doch mal. Das ist jetzt eigentlich schon so eine Punktzahl, wo man das beenden könnte. Wenn man gut wäre, aber das bin ich nicht. Schauen wir mal. Der hat die Decke geschweift. Also. Mach. Gestriffen. Ja, ja, leck mich doch. Okay. Das war Absicht. Ich wollte es auf 16 halten erstmal. Ja, ja. Sei auch das Öfteren. Zu 16. Wer senkt es jetzt? Wenn Alex es schafft, gewinnt er. Schaffe ich es, steht es unentschieden. Und die dritte Runde muss entscheiden. Und ich hoffe, dass das eintrifft. Are you fucking kidding me? Nein. Nein! Freut mich! Alex, du musst die Pfeile nicht werfen, wenn du Bast hattest. Doch, muss ich, um meine Wut rauszulassen. Und Alex' Computer hat eine Bedrohung gefunden. Eine Malware. Eine Malware! Ach, Mann. Ja. Also, die zweimal wieder. Die hat mich ja gerade, hat mir gerade so viel Glück gebracht, ne? Ich war schon ein bisschen näher dran jetzt, aber immer noch nicht lange genug. Was? Mann! Triple 14. Ist nicht 14. Es gibt mir noch eine Chance. Player, Chance. Ja, es gibt dir eine minimale Chance. Aber eine Chance. Let's go. Und genau in 4, 3, 2, 1 hat unser erstes Video. Oh, no.
hast. Es muss doch beendet werden hier. Durst! Genau so. Genau wie das Sieg. Ich habe es bestätigt, diese Videodateien bleiben da. Das bedeutet 3 zu 3 unentschieden. Ich komme noch mal ins Bild. Hallo, da bin ich. Also, in diesem Sinne, ihr hört das Geflame von Martin. Ich hoffe, dieses Battle hat euch trotz des an sich für mich persönlich eigentlich langweiligen Sports, aber es macht doch schon ziemlich viel Spaß, wenn man Kopf an Kopf rennen hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Battle wieder da. Bis dahin, macht es gut. Haut rein.